Ecke. B73, Straße des Schreckens im Nordwesten der Republik. Die 114 Kilometer zwischen Hamburg und Cuxhaven verlangen von Kraftfahrern und Anwohnern Geduld, Konzentration und Verständnis. 30.000 Fahrzeuge rollen täglich über den Asphalt von Owelgönne, einem Nadelöhr der B73, 20 Kilometer entfernt von Hamburg. Wer hier wohnt, erträgt Gestank, Abgase, Staus. Die Menschen müssen mit diesen Zuständen leben. Doch für viele ist die Schmerzgrenze längst überschritten. Wie lebst du denn hier an der B73? Beschissen. Egal, ob wir Feiertage haben oder werktags, sonntags, ab 21.40 Uhr, 21.45 Uhr geht das los. Voller LKW-Verkehr. Und dieser Verkehr nimmt zu. Aber es ist ja nicht nur der Lärm, sondern auch der Schmutz. Sie sehen hier verschiedene Blätter. Hier sehen Sie, dass da der Schmutz durch den Nektar der Lindenblüten festgeklebt worden ist. Und das ist nicht nur ein Blatt, das sehen Sie an verschiedenen Stellen. Das sehen Sie überall verstärkt. Das kommt von dem Verkehr. In den letzten Jahren ist es immer schlimmer geworden. Kreuzt ein Traktor die Straße, entsteht sofort ein Megastau. Ausweichmöglichkeiten gibt es nicht. Träumen Sie denn manchmal von dem Verkehr hier? Ich habe immer gesagt, wenn wir draußen sitzen, man muss sich das so vorstellen, wie das Rauschen des Meeres, den Verkehr. So, und zuletzt, man schaltet ab, man wird gleichgültig. Doch der Verkehr hat nicht nur Schattenseiten. Wer an der Straße wohnt, lebt auch von ihr. In der Grillstation sind Fernfahrer besonders gern gesehen. Der Umsatz im Schnellimbiss stimmt. Aber auch hier dreht sich alles um die Straße. Also, es ist unverständlich, wenn ich sehe, vielleicht 150 Meter vor mir. Also ist Gegenverkehr, und hinter mir ziehen sie aber noch mit 120 hier durch die Ortschaft durch. Das ist nicht normal, bloß um an der Ampelphase ein Auto oder ein LKW schneller zu werden. Ein bisschen mehr Verständnis im Verkehr von beiden Seiten. Das ist genau das gleiche wie hier, wenn hier ein LKW-Fahrer raus möchte. Das ist nicht möglich, es gibt kein PKW. Ich selber fahre auch PKW und ich halte an und lasse die Leute raus, weil ich weiß, wenn man fährt, wie das ist. Da muss man erstmal wieder reinkommen, nicht? Ja. Irgendwie schaffen wir das. Wir haben einen kaputtfahren dabei. Günter Lühmann, Inhaber einer Spedition in Otterndorf, kennt die Gefahren der B73 wie kaum ein anderer. Seit 40 Jahren ist der 72-Jährige fast täglich auf der Horrorstraße unterwegs. Ich habe leider zwei Unfälle gehabt, tödliche Unfälle. Aber jedes Mal war ich Gott sei Dank nicht der Schuldige. Beim ersten Unfall, das war ein Auffahrunfall durch ein Motorrad. Der zweite Unfall, der war sehr tragisch, lief mir ein älterer Mann vors Fahrzeug. Und den habe ich nur am rechten Oberschenkel berührt. Der hat sich höchstens das Bein gebrochen. Aber was hatte der Mann? Der hatte über seine Schulter gelegt eine sogenannte Schwedensäge, so eine Bügelsäge. Die hatte so eine ganz große, grobe Zähne. Da hat er sich den Hals halb mit durchgeschnitten. Die B73 gilt für viele als Todespiste. In den vergangenen 4 Jahren starben hier bei Unfällen 67 Menschen. Über 400 wurden schwer verletzt. Hier kracht es fast 3-mal am Tag. Hauptursachen des traurigen Geschehens: nicht angemessene Geschwindigkeit, Alkohol am Steuer, Überholen da, wo es verboten ist oder gar nicht geht. Obwohl die Polizei mit strengen Kontrollen dagegen hält, reißt die Unfallkette nicht ab. Der letzte tödliche Unfall. Sonnabend, 7. November gegen 6.15 Uhr in Neukloster. Eine 26-jährige Autofahrerin auf dem Heimweg von einem Disco-Besuch in Hamburg kommt auf gerader Strecke auf die Gegenfahrbahn und prallt frontal mit einem Kranwagen zusammen. Die Frau wird im Wrack eingeklemmt und ist sofort tot. Die Unfallursache bis heute unklar. Detlef Westphal, 42 Jahre alt, arbeitete früher im Katastrophenschutz und ist seit 17 Jahren im Rettungsdienst tätig. Jetzt ist er der Chef der Rettungswache Stade. Die B73 hat auch sein Leben geprägt.
Sind Sie schon oft auf der B73 gewesen? Kann man sagen, ja. Was haben Sie denn da alles schon erlebt? Alles. Alles Mögliche. Von leichten Unfällen bis zum absoluten Chaos. Also Chaos insofern, mehrere Tote, Familien wurden ausgelöscht, Kinder. Ganze Palette, was man sich vorstellen kann an Verkehrsunfällen, findet hier auf der 73 statt. Trucker Lühmann hat freie Fahrt auf der B73. Meistens ist das anders. In den Stoßzeiten braucht er für die 114 Kilometer etwa 4 Stunden. Es gab ja vor Jahren mal, es gibt teilweise heute auch noch sogenannte dreispurige Straßen. Und das sind Kampfspuren, sind das, die mittlere. Der von hier kommt, der denkt, boah, ich kann die ausscheren. Und der von vorne kommt, der denkt auch. Und dann geht's los. Mal sehen, wer die besseren Nerven hat, sozusagen. Dann bleiben sie hängen, bis es kracht. Auf halber Strecke zwischen Hamburg und Cuxhaven liegt die Ortschaft Horneburg. Früher sah es hier einmal so aus. In den 70er Jahren wurde die Kreuzung ausgebaut. Der Verkehr nahm im Laufe der Zeit immer mehr zu, bis er schließlich für die Anwohner unerträglich wurde. Nach jahrelangem Kampf bekamen die Horneburger 1997 eine Schallschutzwand. Sie nennen sie die Klagemauer. Wir sind jetzt erstmal zufrieden, dass wir erstmal unten den Krach nicht so doll haben mehr. Mhm. Aber oben ist es noch so geblieben. Wir sollten das selber bezahlen. Quadratmeter sollte 1000 Mark kosten und die Anlieger bis unten oder Getränke, zur Schanzenstraße. Ja, die sollten die alle Anlieger sollten mitbezahlen. Und das ist da haben wir uns gegen gewehrt. Der einzige Ausweg aus der Misere scheint eine Autobahn zu sein. Das Projekt existiert schon seit 30 Jahren. Die A26 soll parallel zur Bundesstraße entstehen. Der erste Spatenstich ist getan. Wann es weitergeht, ist ungewiss. Die Kassen sind leer. Befürworter kontra Gegner. Mehr als 24 Aktenordner sind prall gefüllt. Eine der Wortführerinnen gegen die Autobahn ist die Lehrerin Anne-Dore Völkers. Sie hat auch ganz persönliche Gründe dafür. Während unserer Kindheit haben wir im Frühjahr und im Herbst im Moor gespielt. Räuber und Gendarm, Indianer. Und im Sommer mittags aus der Schule ranzen in die Ecke und dann ab aufs Fahrrad und an die Elbe zum Strand. Nach Beendigung der Schule fing ich an zu studieren und kam nach Ende des Studiums wieder zurück und erkannte mein Dorf nicht wieder. Denn dort waren große Industriegebiete und dieses Erlebnis, das hat mich so erschreckt, dass ich geglaubt habe, du musst irgendetwas tun, damit wenigstens ein Teil der Natur noch für unsere Kinder erhalten bleibt. Das Planfeststellungsverfahren für die ersten 12 Kilometer der A26